Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Age of Wonders 3. Letzte Folge sind wir gestorben, wie ihr seht. Wir schweben in einem Zustand der Glückseligkeit. Wir sehen sehr friedlich aus, aber trotzdem kommen wir in 3 Runden wieder zurück in diese brutale Welt. Naja, muss er selber wissen. Wir hatten ja hier das Herz der Wiesen eingenommen. Ihr seht, es ist ziemlich schwach. Unser Held ist hier gestorben. Die liebe Hilde soll sich den anschließen hier unten. Und hier oben hatten wir unsere kleine Armee. Die wollten wir mal hier hinschicken, um hier alles aufzuräumen. Oder das wollten wir nicht, das habe ich gerade so entschieden. Jetzt wisst ihr es. Deswegen drücke ich mal auf die nächste Runde. Wunderbar. Die Stadt ist gewachsen, wie ihr seht. Ich würde gerne... Den brauche ich hier nicht. Genau, hier die liebe Hilde. Schicken wir hier hin. Die Armee soll hier warten. Und wie lange braucht die Baumeisterin noch? Noch 2 Runden. Lass mich in Ruhe. Brauche ich nicht. Und Gauner. Die könnten wir mal auslöschen. Machen wir mal einen automatischen Kampf. Sehr gut. Unser Zauberlehrling ist aufgestiegen. Wunderbar. Sollen wir in die Stadt zurückgehen? So, die hat sich jetzt mit denen hier angeschlossen. Die soll auch erstmal hier warten. Wie lange braucht die Baumeisterin? Noch 1 Runde. Super. Sehr gut. Jetzt bauen wir einen Siedler, hier, Hocheisensiedler. Und ihr habt gesehen, jetzt sind die Grenzen kleiner geworden. Das liegt daran, dass der Hocheisensiedler 1000 Bevölkerungspunkte kostet. Also hier 1000, hier sind 2000, das wird anscheinend immer mehr. Und das wird hier abgezogen. Und 6000 war ja die Grenze für diese Grenzausdehnung quasi. Deswegen ist das wieder zurückgesprungen. Nächste Runde. Wir sind wieder da. Schauen wir mal hier hin. Ich würde, glaube ich, die gerne auch hier lassen. Zur Bewachung der Stadt. Weil wenn die fällt und der tot ist, dann haben wir verloren. Also müssen wir die schon relativ gut schützen. Dann ist das Spiel nicht vorbei. So, jetzt ist... Nee, immer noch nicht. Brauchen noch 1 Runde. Wir lassen den mal hier warten. Die sollen auch hier stehen bleiben. So, jetzt sind die Grenzen wieder groß geworden. Unser Siedler ist da. Genau. Den packen wir mal in die Armee mit. Und hier bauen wir jetzt den Schießplatz. Damit wir mit unseren Bogenschützen schon automatisch eine Bevölkerung haben. Und hier möchte ich gerne das erforschen. Das sieht doch geil aus. Fantastische Wesen, Kreaturen beschwören. Das mache ich. Und wir können ja jetzt einen Phantomkrieger beschwören. Und das mache ich auch. Es dauert 1 Runde, bis er da ist. Wir warten noch so lange. So. Jetzt haben wir den Schießplatz gebaut. Und ich möchte auf jeden Fall noch einen Holzwall bauen. Weil die ist ja jetzt so unbewacht, die Stadt. Ja, genau. Und den Phantomkrieger, den stellen wir mal direkt hier hin. Dann ist er Teil der Armee. Wunderbar. Ich glaube, den schicke ich auch schon direkt mal hier hoch. Hier sind schon wieder Barbaren. Und den Siedler würde ich gerne
hier die Stadt gründen lassen. Dann haben wir schon mal alle drei Sachen hier drin. Avernus, klingt schön. Die beiden sollen so lange hier warten. So. Jetzt haben wir den Holzwall. Wunderbar. Wir könnten auch direkt eine Steinmauer bauen, weil wir ja schon die Baumeistergilde gebaut haben. Aber wir bauen jetzt erstmal noch Bogenschützen. Oder bilden die aus. Was hat er gesagt? Genau. Ich würde nämlich das sagen, es ist die Verteidigungsarmee. Der Technokrat kann nämlich auch Wände heilen. Oder Mauern heilen. Und dann könnten wir vielleicht die Eingeweihten nehmen und den Lehrling nehmen. Wobei die könnten... Der kann auch in der Stadt bleiben. Aber den Lehrling... Ach Gott, den Eingeweihten. Naja, wir bauen erstmal. Mal gucken. Voila. Die Stadt ist fertig. Wir bauen direkt einen Schrein, damit wir hier mehr Mana bekommen. Weil der Phantomkrieger hier, der verbraucht ja auch Mana in der Runde. Pro Runde. 12 müssten das gewesen sein hier. Minus 12 Unterhalt. Der bleibt mal hier stehen. Wir müssen das alles noch freiräumen. Und dafür ist, glaube ich, die Armee jetzt gerade nicht stark genug. Oh. Oh oh. Oh je. Oh je, oh je. Oh Mann. Was machen wir jetzt? Wir... Oh, ich sehe, ich ahne Schlimmes. Ich greife die mal hier mit an. Oh, das geht nicht. Oh nein, oh nein. Wenn ich jetzt hier angreife, ist der automatisch mit im Kampf. Ich traue mich gar nicht, das zu machen. Ich stelle mich einfach mal hier hin. Oh, ist jetzt die Stadt nicht geschützt? Oh, Gott sei Dank. Automatischer Kampf. Und unser Lehrling ist gestorben. Verdammt nochmal. Drückt, glaube ich, zu oft automatisch. Gut. Oh, wir können unseren Helden verbessern. Super. Den machen wir mal ein bisschen stärker, glaube ich, weil das sind noch, glaube ich, die Basiswerte. Genau, den machen wir mal ein bisschen stärker. Da machen wir noch die zwei haben wir noch. Wir machen die Verteidigung noch einen höher. Und die Nahkampfstärke machen wir noch einen höher. So. Nächste Runde. Nautania braucht eine neue Produktion. Wir haben einen Bogenschützen produziert. Dadurch, dass jetzt hier einer gestorben ist. Ich meine, als Stadtverteidigung lohnt sich ja schon die Bogenschützen, ne? Wenn wir jetzt hier noch eine Steinmauer hinmachen. Genau, machen wir mal so. Der bleibt hier. Und der läuft zurück. Sehr schön. So. Wie viel Erfahrung hat der denn? Oh man, der braucht auch nicht mehr. Noch drei Runden. Man kriegt ja, glaube ich, jede Runde immer einen XP. Dann ist der auch schon Stufe 4. Das ist doch super. Oh, wir haben hier einen neuen Beitrittsbesuch. Erzdruide. Aber Erzdruiden haben wir ja. Also tschüss. So, wir haben jetzt den Schrein gebaut. Jetzt würde ich noch eine Kaserne bauen. Dauert 5 Runden. Aber dann können wir hier auch Truppen produzieren. Und Nautania
Mauer ist fertig. Super, guck mal. Wie schön. Und ich würde in Nautania gerne. Noch ein paar Truppen für Deni produzieren. Ich würde noch einen Zauberer machen. Oh, wir haben kein Geld. Upsi. Dann vielleicht noch einen Bogen oder selbst für einen Bogenschützen haben wir kein Geld. Naja, wir haben ja hier unten noch eine Armee. Dann gehen wir mal mit der hier hoch. Sie muss ja jetzt auch nicht unten stehen. Oh, und guck mal, die ganzen sind so groß geworden, dass wir jetzt auch die Sachen hier einnehmen könnten. Müssen wir nur die hier auslöschen. Wieder mal hochhalten. Und das ist hier unten. Auch hochhalten. Goldmine. Ich würde dann eher die hier angreifen. Aber wir haben, glaube ich, zu viele Bogenschützen in der Nähe zum Angreifen. Wäre vielleicht für so einen Schwertkämpfer noch gar nicht verkehrt. Ja, ich mach mal noch einen Schwertkämpfer. Lass den mal hier stehen. Oh, ist das ein Zwerg? Wow. Ein Zwerg, ein Zauberer-Zwerg, aber ich bin ja schon ein Zauberer. Ich möchte keinen Zauberer neben mir haben. Ein Zwerg wäre schon cool. Aber so ein Zwergkrieger oder so wäre toll. Nein, leider nicht. Tschüss. Was haben wir gebaut? Wir haben einen Schwertkämpfer gebaut. Sehr gut. Dann bauen wir jetzt nochmal vielleicht das Mana-Gewölbe. Mit dem Tempel. Oh, das wäre auch nicht schlecht, ne? Ich glaube, gucken wir mal das Labor, kriegen wir mehr Forschung. Das ist wieder nicht gewollt, weil wir kein Geld haben. Ist mir jetzt aber gerade egal, wir lassen sie mal hier ruhen. Ja, ihr sollt hier hinrennen. Sagte ich bereits. Oh, wir haben ein Barbarenversteck. Vielleicht soll ich das erstmal auslöschen, bevor ich hier weiter renne. Yippie! Mana-Knotenschlange. Oh Gott, das klingt ja auch gemein. Aber wir machen vielleicht jetzt erstmal was anderes. Und zwar magische Gebäude. Nee. Brauche ich jetzt gerade nicht. Das ist ein Heilzauber, das wäre auch noch ganz cool, Schutzsphäre. Das mache ich. Und wir beschwören direkt so eine Kreatur. Wie viel kostet das denn pro Runde? 16? Egal, machen wir. Oh, ein Mensch und ein Technokrat. Nein. Yeah, wir können unseren Anführer verbessern. Wir machen mal. Was wäre denn ganz gut für den? Magieaffinität. Verbesserte Sicht. Zauberung stellen. Machen wir mal das. Magie bannen machen wir. Also ich mache jetzt mal so die ganzen Zauber Sachen hier, die man machen, also die man dann quasi wirken kann. Und vielleicht das hier noch. So. Genau. Und mit denen rennen wir jetzt hier hin. Und wir machen diesmal manueller Kampf.
Oh, die haben so ein Lager. Müssen wir jetzt erstmal durchbrechen. Aber. Ah, nee, die schließen schon. Wo sind meine Bogenschützen? Habe ich nur einen? Eine Einheit Bogenschützen? Das ist ja mal enttäuschend. Können wir den für Zauber wirken? Wurzelfleisch. Machen wir mal die, weil die haben auf mich geschossen, die Schweine. Mit dem Bogenschützen drücke ich noch einen vor, noch einen vor. Kann zweimal schießen. Hochelfen Schwertkämpfer. Die könnte ich ja noch ein bisschen vorrücken. Kann ich zumindest mit ihrem Feuer irgendwas machen. Wenn sie tot ist, doch schön. Den und mit dem. Wahrscheinlich können die ja nicht sehr schießen, aber das ist mir gerade egal. Oh nein. Sie müssen auf jeden Fall, die müssen überleben, weil die sollen ja aufsteigen, weil dann entwickeln die sich zu irgendwas Krassem. So, ne, hier, Bogenschützen, dreimal. Die können auch noch mal schön Feuer machen. Feuerschaden. Oh, die sind aufgestiegen. Wunderbar. Mit dem. Ich kann auch schießen, nämlich. Aber nur so weit, okay. Machen wir noch einen Zauber. Ja, sehr gut. Bogenschützen. Gewonnen. Guck mal. Wir haben Sachen bekommen. Einmal eine Truppe und ein Schwert. Nahkampfstärke plus 1. Das ist doch cool. Das ist nichts Außergewöhnliches, aber immerhin. Vielleicht gebe ich das auch meinem, wie meinem, also mir selbst quasi. Oh Mann, hier ist die Schwertkämpfeinheit. Das passt doch auch sehr gut. Sehr gut. Genau, kann noch einen Schritt vorgehen. Nächste Runde. Der soll mich in Ruhe lassen. Die wollten wir nach oben schicken. Und in der nächsten Runde können wir sogar den Drachen beschwören. Bitte in Ruhe lassen. Mautania. So, was hat es denn die Armee? Die hat jetzt drei Bogenschützen drin. Und einmal diese Eingeweihten. Können wir die Stadt noch besser verteidigen? Können hier diese Kriegsakademie machen. Machen wir das. Und wir beschweren jetzt unseren Drachen. Guck mal, wie toll.
sehr cool. Höhlentarnung. Was macht das? Ist der Strategiekarte im Erdreich unsichtbar. Wow, cool. Kann fliegen. Das ist auch cool. Drache. Oh Gott. Besitzt mächtige magische Fähigkeiten und können fliegen. So, was hast du denn? Immunität gegen Gedankenkontrolle ist auch cool. Ist ein Monster. Verderbnistarnung. Verdorben Gelände unsichtbar. Sumpftarnung ist auch im Sumpf unsichtbar. Ich bin angetan. Ich werde diesen Drachen in diese Armee packen. Und die wollte ich ja, mit der wollte ich ja ein bisschen was hier auslöschen. Genau, und dann war es das schon mit dieser Folge. In der nächsten Folge setzen wir dann mal unseren Drachen ein. Mal gucken, was der so alles drauf hat. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und für bis aufs... mein Gott, jetzt verhaspel ich noch auf mich auf den letzten Minuten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!